Sie hat schon Schlimmeres überstanden. Ich mache mir Sorgen um dich. Unsere Anwesenheit bringt Kratom in Gefahr. Ich mache mir Sorgen um dich. Du solltest dir Sorgen um dich selbst machen. Die halbe Wache plant nachts noch immer deinen Tod. Ich habe I miscalculated many things since this began. I'm relieved you weren't one of them. It's a good thing we didn't hang you. Ich habe vieles falsch eingeschätzt, seit diese Sache begann. Es erleichtert mich, dass du nicht dazugehörst. Ein Glück, dass wir dich nicht erhängt haben. Sie blickt wieder in die Ferne. I always knew Ferne. This path would have consequences. But I never wanted to see Kratom suffer on my behalf. Ich wusste schon immer, dass dieser Weg Konsequenzen haben würde, aber ich wollte nie, dass Kratom meinetwegen leiden muss. I don't think I can stay here any longer. I am told the Inquisition is gathering an army. That they have sent messengers to bargain with rulers from distant lands. Kratom is not built to withstand a siege. Ich glaube, ich kann nicht länger hier bleiben. Es heißt, die Inquisition hebe eine Armee aus. Sie sollen Boten ausgesandt haben, um mit Herrschern aus fernen Ländern zu verhandeln. Kratom ist nicht dafür geschaffen, einer Belagerung standzuhalten. If war is coming, I should be doing what Theos is doing. I will need allies. Allies and a stronghold that can resist an invading army. Wenn ein Krieg kommt, sollte ich tun, was Taos tut. Ich brauche Verbündete. Verbündete und eine Festung, die eine angreifende Armee abhalten kann. Du spürst, wie vor langer Zeit geformte Worte in deiner Kehle aufsteigen wie giftige schwarze Galle. Hast du an Osionus gedacht? Osionus. They have held off many would-be invaders. And their king has no love of the Inquisition's faith. I wonder, would he listen? Osionus, sie haben viele Invasionsversuche abgewehrt und ihr König ist kein Freund des Glaubens der Inquisition. Ob er vielleicht zuhören würde? Ja, da habe ich sie eigentlich in ihr Verderben geschickt. So, es müsste doch eine Abkürzung hier hochgeben, ja. Du trittst den Durchgang in die unterirdischen Tunnel. Die Wendeltreppe steigt zu einem Gang auf, der durch Felsschutt versperrt ist. Licht scheint in deinem Tunnel vor dir. Es wird immer heller, je weiter du gehst. Bald endet der Gang hoch über den Klippen der Grabinsel. Another turn, Inquisitor. Noch eine Drehung, Inquisitor. Taos gibt einem Helfer, der hinter einer großen Kurbel steht, ein Zeichen. I ask again, Jovara Ixensios, do you confess to these heresies of which you stand accused? Ich frage nochmals, Jovara Ixensios, geschehst du diese Ketzerei, der du angeklagt bist? Erwartet, doch Jovara blickt nur stur geradeaus mit steiner Miene. Das einzige Geräusch ist das Knarzen ihrer Fesseln. Do you confess to apostasy? Gestehst du die Abtrünnigkeit? I confess to renouncing a mistake. Sie öffnet den Mund, um zu sprechen. Dünne Speichelfäden erstrecken sich von einer Lippe zur anderen, wie das Netz einer Spinne. Ich gestehe einen Fehler verleugnet zu haben. Do you confess to conspiracy against the one true faith? Gestehst du die Verschwörung gegen den einen wahren Glauben? I confess to opening minds. Ich gestehe, Augen geöffnet zu haben. Do you confess to false prophecy? Gestehst du die falsche Prophezeiung? I confess to following a false prophet. Ich gestehe, einem falschen Propheten gefolgt zu sein. Indeed. And where might we find this heretic? Taos hält inne, sein Blick verengt sich. Wirklich, und wo finden wir diesen Ketzer? He wears the robes of a grand inquisitor. Er trägt die Roben eines Großinquisitors. You have no followers here, heretic. Your lies hold no sway in the court of the penitents. Taos spitzt die Lippen. Du hast hier keine Anhänger, Ketzer. Deine Lügen haben im Hof der Büßer keine Kraft. Only my truth, then. Jovara scheint dich direkt anzublicken. Nur meine Wahrheit. Another turn. Taos nickt dem Inquisitor an der Kurbel zu. Noch eine Drehung. No! Wait! Wait! I'm ready! I'm ready! Nein, warte, warte. Ich bin bereit. Ich bin bereit. You are ready to give a confession? Taos bedeutet dem Inquisitor zu warten. Du bist bereit, dein Geständnis abzulegen? I am ready to hear one.
from you. Jovara napst nach Luft und sammelt ihre letzte Kraft zusammen, um zu sprechen. Ich bin bereit, ein Geständnis zu hören von dir. Tao schüttelt den Kopf und bedeutet auf den Inquisitor. Das kratzende Knarzen rostiger Zahnräder hält in deinen Gedanken wieder, während die Erscheinung verblasst. So. Eine große Grube liegt im Schatten der Voedika-Statue. Kein Licht von der Oberfläche dringt bis zum Boden und dennoch siehst du in den Tiefen ein gespenstisches Leuchten flackern. Ein Wind aus der Grube bringt dich in Schwanken. Er ist nicht kalt, aber dennoch bekommst du Gänsehaut auf den Arm. Der Wind trägt ein Flüstern mit sich, leise und zischend. Als du in die Grube blickst, versammeln sich Seelen um dich herum. Sie umschließen dich mit einer Wolke von Essenz, die um deinen Körper wabert, während du überlegst, was du tun sollst. In die Grube springen. Du springst, du vertraust auf die Versprechen der Götter und die Macht der Seelen, die dich sicher nach unten bringen. Der plötzliche Fall raubt dir den Atem, doch die Seelen fangen dich auf und umhüllen dich mit einer glänzenden, pulsierenden Aura. Doch obwohl sie deinen Sturz verlangsamen, spürst du noch immer, dass du zu schnell fällst. Die Essenz, die dich umschlägt, ist stark, aber chaotisch. Du bemerkst, dass du auf die Wand zutreibst. In der Nähe fällt Kana mit hohem Tempo nach unten, getragen von einer weiteren leuchtenden Strom aus Seelen. Ah, warum habe ich mich darauf angelassen? Kana treibt kurz nach außen, fängt sich dann aber und streckt die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten. Es ist nicht leicht, dass Talisa, Vorsicht, die Wand. Umdrehen, sodass du wieder in der Mitte der Grube bist. Kontrolle über die Seelen übernehmen, um dich selbst in Sicherheit zu bringen. Nach deinen Gefährten greifen, dich auf den Aufprall vorbereiten. Umdrehen. Du bringst dich wieder in die Sicherheit des offenen Raumes. Es gelingt dir, deine Arme und Beine zu einem Kreuz auszubreiten, wodurch du deine Position und deine Fallgeschwindigkeit stabilisierst. Du erreichst den Hof der Büßer und spürst unter deinen Füßen die Sicherheit von tausenden alten Steinen. Deine Gruppe gilt für die Akt 4 Inhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kannst du die Schwierigkeit der Hauptquest erhöht werden, um dich stärker zu fordern. Die Belohnung, die du erhältst, bleibt gleich, egal welche Option du wählst. Ich bleib bei Standard. Wir wollen jetzt einfach das Spiel durchspielen. Es geht hier rein um die Story gerade. Ein bisschen Herausforderung, sonst hätte ich den Story-Modus wählen können. After what seems like an eternity, your rapid descent comes to an abrupt end. You remain still for a moment while your heart settles and your eyes adjust. Breathing in stale, forgotten air. Before you, a narrow and eroded walkway becomes faintly visible in the dim light, cutting a winding path through a cavern so expansive it seems a world unto itself. In the distance, you can make out the cold gleam of living Adra veins that spike and fork in and out of view from the murky depths beneath, their glow a faint and fleeting guide along the ancient trail. You look above at the opening you jumped through, now barely a speck of light like some distant star alone in the cosmos and forever out of reach. Your only way lies ahead. Gut. Ja, wir wurden nicht aufgespießt. That went better than I expected. Think I dislocated my... That's better. Everyone all right? No shattered knees? Good. Just me then. That was bracing. Alo fängt an. Das ging besser als erwartet. Darauf sah gar nicht. Ich habe mir wohl etwas ausgeringt. Ah, schon besser. Edea, geht es allen gut? Keine zertrümmerten Knie? Gut, dann geht es nur mir so. Und Kana, das war erfrischend. Ja, und wir sind wirklich kurz vor dem Ende. Ruf der Büßer. Also Rat der Stern nicht. Ich habe Thanos nach Brief Ehemann verfolgt. Nun gibt es kein Zurück mehr. Ich schwor Hyela, dass ich die Seen mit in hochgeborene Kinder setzen würde. Sie gab mir im Gegenzug ihre Macht. Und Hof der Büßer. Ich habe den Sturz zum Boden der Grube im Hof der Büßer überlebt. Mhm. Hello. Look there. Hello. So, Fallen zu entschärfen.
In den Sprüngen und Spannen dieses skelettartigen Reliefs hat sich der Staub eines Jahrtausends angesammelt. Ja, hier auch. Okay. Hope that helps. Die Säule zerrt an deines Händen, sein Puls der Welt selbst bewegt sich durch sie. Stand together. I'm here. I'd be glad to. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja! That's not very helpful. Following your lead. Get on! Brandless! I'm here. Okay, ich wäre froh, wenn sie nicht durch uns hauen würden. Yes? Okay, hier gibt es mehrere Abzweigungen. Könnte auch sein, dass es da oben weitergeht. I'll see what I can find. Can't get a good shot with this. Oh, schön, wenn sich Geister gegenseitig töten. Die Säule zerrt an deine Essenz. Ja. Slow and silent. Absolutely. I'm here. At once. Stimmt, es gibt ja mehrere Wege. There you go. Eine andere Säule erhebt sich über dir, stoß und stumm. Ihre gezackten Schichten sind eine Messlatte für das Verstreichen der Zeit. Die Säule fühlt sich an wie ein dicker Eisblock und du spürst tief in ihrem Kern eine schwache, flackernde Flamme. Fast erloschen, doch vor dem Wüten der Elemente beschützt. Als du dies näherst, scheint die Flamme ruhiger und stärker zu werden und die Schicht, die dich von ihr trennt, schmilzt. Du wirst in den Schein der Flamme getaucht, ein strahlendes Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Der Schein verblasst, als hättest du dich in seine Intensität angepasst. Doch wo er war, erscheint Jovara ein utopischer Schatten, der über dem feuchten Zähnboden schwebt. Obwohl sie ohne Alter ist, scheint sie dir verändert. Eine leicht gebeugte Haltung vielleicht. Oder kaum merklich eingefallene Augen. Über ihr Gesicht zieht sich eine breite Narbe. Faserig und wurmartig, wo Flammen einst züngelten, selbst im Tod nicht verheilt. Hallo, Sister. It has truly been ages. Hallo Schwester, es war wahrhaftig eine Ewigkeit her. You are so different now from who you were then, yet much remains the same.
old troubles with a new face. What is it that has brought you here? Sie mustert dich. Du hast dich verändert. Du bist nicht mehr wer du warst und doch bleibt vieles gleich. Alte Sorgen mit einem neuen Gesicht. Was führt dich hierher? Es scheint, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich gehe, wohin das Schicksal mich führt. Ich brauche Antworten und du gibst sie mir, lieber Geist, oder ich finde noch ein weiteres schlimmeres Schicksal für dich. Ich wollte sicher gehen, dass du für deine Taten noch immer leidest. Ich bin hier, um dich zu befreien. A violent gesture, if a bit misguided. And yet I suspect there is more to this than you have said. Eine galante Geste, wenn auch etwas fehlgeleitet, und auch vermute ich, dass mehr dahinter steckt.